Ja, der eine oder andere wird sich jetzt wundern, dass er den Spieltitel gelesen hat und mich jetzt hier doch New Bordeaux heizen sieht. Aber ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu dieser Ausgabe Let's Play Mafia 3. Und zwar gibt's einen Download-Content. Und genau auf dem Weg sind wir dahin gerade, den zu bestreiten. Also gibt's einen neuen Inhalt, den ich euch natürlich zeigen will. Ich bin selber sehr gespannt, noch keine Sekunde gezockt. Und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie so... Mafia und ich, wir waren einfach schon, also es hat mir schon einfach viel Spaß gemacht und ich habe mir jetzt überlegt, so was zocke ich, was will ich zeigen, was könnte ich mir vorstellen und dann sehe ich denn diesen Download-Content und dachte mir so, ja, da ist es, das muss ich einfach bringen und natürlich kann ich dann jetzt nicht widerstehen und wollte einfach mal hier loslegen und jetzt muss ich mit der Stimme sprechen. Ist er es wirklich? Verdammt. Okay, sieh zu, dass du heil heimkommst, MJ. Alles okay? Nichts ist okay. Sinclair Parrish, sagt dir das was? Mieses Kaff. Jedenfalls für Schwarze. Der Sheriff dort führt sich auf in den finstersten Zeiten der Sklaverei. Wir bereiten eine Klage gegen ihn vor. Zusammen mit einem Anwalt in Washington, D.C. Er kennt Leute beim FBI. Ging's bei dem Anruf darum? Einer meiner Männer. Mein Freund Ezekiel Dandridge war dort, um Leute dazu zu kriegen, bei dem Prozess gegen den Sheriff auszusagen. Er hat Beweise gesammelt. Zeugenaussagen, Namen von Opfern. Das wollen wir alles dem Anwalt übergeben. Aber er traf auf dieses miese Dreckschwein Sheriff Walter Slim Beaumont. Ich hab's am Telefon miterlebt. Ich fahr jetzt los. Ich weiß. Ja. Okay. So spät noch unterwegs? Probleme mit dem Auto? Nein, Sir. Alles in bester Ordnung. Komm raus ans Licht und lass dich mal ansehen. Was machst du noch hier in Sinclair? Es ist spät. Bin auf der Durchreise. So, so. Ist ja nett. Schöner Abend für eine Reise, nicht? Wen hast du da angerufen? Meine Mom. Deine Mom? Sie macht sich Sorgen. Ich habe ihr gesagt, wann ich heimkomme. Das ist aber nett. Das weiß sie bestimmt zu schätzen. Ja. Wirklich schöner Abend heute. Lass dich nicht aufhalten. Wir wollen doch deine Mom nicht warten lassen. Okay. Das ist ein Hurensohn. Okay, der Scheiße. Muss weg. Und wieder ein Bruder tot. Lincoln, das ist Roxy, meine Tochter. Sie kommt aus Atlanta, wo ihre Mutter lebt. Hallo, freut mich. Ich bin Lincoln. Lincoln Clay, ich weiß. Daddy, ich hab dir doch gesagt, dass ich sehr gut allein klarkomme. Es geht um den Prozess, Roxy, okay? Um Menschenleben. Ich kann kein Risiko eingehen. Ich höre, du hast der Dixie-Mafia den Arsch aufgerissen. Hast einen auf einem Riesenrad aufgeknüpft. Ja, er hat einen Freund von mir auf dem Gewissen. Für sowas muss man eben büßen. Gegen Slim und die Dreckschweine, die ihm helfen, ist die Dixie-Mafia rein gar nichts gewesen, hörst du? In einem Team mit mir
tust du, was ich sage und wann ich es sage. Alter, mir gehört die Stadt. Was ist denn los mit dir? Ja, Ma'am. Hör zu. Fahrt nach Sinclair runter und besorgt uns diesen Ordner. Wenn ihr ihn habt, bringt ihn her. Mhm. Ich bin draußen beim Wagen. Und du fährst, mein Freund. Was hat denn die... weiß nicht, die, wer ich bin? Sie hätte Ezekiel begleiten sollen. Sie gibt sich die Schuld an seinem Tod. Ist leicht, sich die Schuld zu geben. Nur wie wird man sie wieder los? Wir erledigen das. Daran habe ich keinerlei Zweifel. Und dann bang ich deine Tochter. Ich sag bang, bang, bangity bang. Sinclair Parish? Ja, ich erinnere mich an Sinclair Parish. Nun, die Sache ist die. In damaliger Zeit waren Behörden wie der Sheriff oder die lokale Polizei absolut unantastbar. Und niemand nutzte das so schamlos aus wie Sheriff Walter Beaumont. Er setzte seine Macht ein, damit Sinclair Parish weiß blieb. Solche Orte nannte man Sonnenuntergangsstädte. Wer als Schwarzer im Dunkeln noch auf der Straße war, der war am nächsten Tag von der Bildfläche verschwunden. Das klingt nach einer Stadt für uns, würde ich mal sagen. Dann wollen wir mal. So, einfach mal dahin fahren, ist ja nicht weit. Paps hat erzählt, wie ihr diese Dixie-Wichser aufgemischt habt. Was du mit Lucette angestellt hast, das war eiskalt. Hab getan, was ich musste. Das glaube ich dir. Also, wenn dich einer der Hilfs-Sheriffs in Sinclair auffordert, rechts ranzufahren, halt bloß nicht an. Die würden uns über den Haufen knallen, ohne mit der Wimper zu zucken. Die New World Low-Cops sind auch nicht gerade... Ist das dein normaler Fahrstil? Das Frauen immer merken müssen an meinem Fahrstil. Die New World Low-Cops sind auch nicht gerade auf Kuschelkurs mit den Schwarzen. Bruder, wenn du meinen Rat hören willst, falls du Slim so ausschalten willst wie Richie Doucette, würde ich nicht machen. Für sie rechtfertigst du damit alles, was sie tun. Machst es noch schlimmer. Da war ein Anhalter. Ist ja auch lustig. Du wärst bereit, sie alle umzubringen, hm? Nein, nur die, die es verdient haben. Gibt übrigens auch hier eine neue Sache, an die ich mich erst selber gewöhnen muss. Und zwar, wenn ich, so wie jetzt gerade, schlecht Auto fahre, kann ich hier das Ganze verlangsamen und in so eine Slow-Mo gehen. Und das sollte dann ein bisschen was helfen. Wollte jetzt eigentlich schön vorbeifahren, aber dachte mir, den einen, der war böse, der hat schon so grimmig geguckt, da musste ich drüber fahren, ist ja klar. Oh, oh. 1-2-22er, Fahrer identifiziert, bitte um Verstärkung. Rechts ranfahren, alle verfügbaren Einheiten. Rück drauf! Soll das ein Witz sein? Ah, Mann, fahr! Verdächtiger weiterhin flüchtig, Verstärkung. Verdammt, ich probier was. Spannend, was sie da macht. Okay, das ist mal kein schlechter Move gewesen. Dachte, du wolltest unauffällig vorgehen. Okay, das war alles andere als unauffällig. Bring uns hier weg, verdammt. Jawohl, ne? Sprengstoff könnte ich auch auslösen. Auf jeden Fall einfach mal versuchen wegzukommen. Also, gehen tut das Auto ja ganz gut. Nur irgendwo. An alle Einheiten. Ja. Sehr schön. Ah, schöne Stadt. Okay, weiter zu MJs Farm. Scheiße, Roxy. Ich hatte ja schon öfter mit Arschlochbullen zu tun, aber Alter. Die knallen dich einfach ab, sobald sie dich sehen.
Jetzt verstehe ich, was du meintest. Die Aha, ich kann hier meinen Service-Dienst natürlich nicht in der Stadt die Augen nutzen. Nach weiteren Bullen offen. Das ist ja toll. Und das Problem mit dieser Zeitlupenfunktion übrigens, die liegt auf der Feststelltaste. Das ist jetzt nicht so einfach, während der Fahrt sofort zu drücken. War sein Leben lang in Sinclair. Ein weißer Junge, der versucht, was zu verändern. Du vertraust ihm? Natürlich vertraue ich ihm. Auch wenn er mehr Mut als Verstand hat. Klingt nach meinem Schlag, Mensch. Es ist ein... Die scharfe Roxy. Dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen, Mädel. MJ erwartet euch im Gewächshaus. Grüß Lula und die Babys von mir. Wie dein Bruder tot. Gewächshaus. Zahn. Auf jeden Fall schön, dass hier so eine neue Stadt und alles integriert ist. Wenn sie abtauchen müssen, schick sie zu mir. Pass auf dich auf. Was für ein erfreulicher Anblick. Ja, die Schöne und das Biest. Und Lincoln ist die Schöne. Ich bin Mitch. So wird man natürlich auch MJ. Ordentlich eingepriesen. Die Cops von Sinclair haben uns freundlich empfangen. Diese Arschlöcher. Seit der Sache mit Ezekiel sind sie extrem wachsam. Ja. Wann bist du zurückgekommen? Vor ein paar Monaten. Hier, mein Heimreiseticket. Hab den halben Magen verloren. Vor einem Jahr. Schrapnell? Unser Heli wurde abgeschossen. Als ich wieder aufgewacht bin, steckt ein Teil vom Rotor in mir drin. Das hilft gegen die Schmerzen. Boah, Alter. Das ist mein Bestes. Wusste dein Kopfkumpel was über den Ordner, den wir suchen? Mickey? Ja, er sagt, Slim hält ihn auf der Wache unter Verschluss. Ich schätze, da kann man nicht einfach so reinlatschen. Nein, außer man ist unsichtbar. Die Schweine gehen auf Nummer sicher. Schöne Hanfplantage. Bis es Nacht ist, dann hole ich uns das Ding, wenn die Arschlöcher in ihren Betten liegen. Sehe ich auch so. Aber Slim ist nicht blöd. Er ist unberechenbar. Ich komme mit. 4 Augen sehen mehr als 2. Ich warte draußen auf dich. Alles klar. Und MJ? Ruf deinen Freund an, den Cop. Er soll sich krank melden. Der hat längst das Weite gesucht. Ja, ist auf jeden Fall mal schön, dass er schon mal so gewarnt würde. Steig ein! Toll, jetzt werde ich gleich angehalten, weil mein Licht hinten kaputt ist. Wäre ja typisch. Beim Sheriff arbeitet nachts meist nur eine Notbesetzung. Komisch, dass du die Papiere nicht im Alleingang rausgeholt hast. Ich hab's mir lange überlegt. Aber du sollst auch deinen Spaß haben. Wie großzügig von dir. Jetzt hab dich nicht so, Lincoln. Ich behalte den Überblick von oben. So kann ich dich warnen, wenn was ist. Nein! Soll ich lieber fahren? Das war genau so gewollt. Dass ich da so ein Rückwärtssalto mache. Habe ich genau so geplant gehabt, selbstverständlich. Oh, da drüben ist aber ganz schön viel Rot in dem Gebäude. Okay, oh. Bin jetzt hier oben. Gut, ich schlage mich zurück. Wo treffen wir uns? Ich schlage mich schon zur Farm durch. Und Lincoln. Halt ja den Kopf unten, klar? Ja, wenn es jemand kann, dann ich. Das tue ich seit meiner Geburt. Jeder, der mich kennt, weiß das. Dass ich den Kopf unten halte. Komme schon, nur einen Augenblick. Ja, wenigstens funktioniert das noch. Irgendwas dabei, weil okay, du brauchen zeig, kannst. Was du auf Lager hast. Also, ich glaube, wir brauchen ein bisschen Munition, Sprengstoff, Granaten nehme ich auch immer. Ding, da schaue ich gut aus, aber ich würde gern noch eine Weste nehmen. Jo, jetzt bin ich soweit.
Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Ja, dann schauen wir jetzt mal, was hier so im Revier los ist. Hab was gebaut, so kannst du mich über deinen Knopf im Ohr hören. Die Bullen im Revier werden dich ohne Zögern erschießen. Na ja, ich sehe aber auch. Viel Glück. Naja, es gibt auch Eingänge hinten und an den Seiten. Weniger. Ich bin auf dem Dach in Position. Ich kann dich sehen. Und eine Handvoll Hilfs-Sheriffs rund ums Revier. Ja, da kann ich doch rüber, oder? Ne, da ist so ein Ding. Aber da kann ich rein. Hahaha. Das muss doch gehen. Sag ich doch. Gott weiß, was für Action unter der Motorhaube abgeht. Hast du den Wagen angefasst? Was? Dachte ich's mir doch. Vorm Ende deines... So, die ersten Hilfs-Sheriffs schon mal durch. Und da nehme ich doch noch ein bisschen von die Helf mit. Si, Senor. Ja, Kohle. Immer schön. Ich weiß nicht, ob ich da durchschießen kann. Ich will jetzt aber auch keinen leer machen, wenn es dann doch nicht geht. Oh, armer Garrett. Dein kleiner Bruder ist... Du elendes Bullenschwein. Ziehe damit gefährlich dich auf mich, Mann. Das hab ich ja nicht. Ist alles gut. Raus hier! Was zum Teufel war das? Naja, geht dich mal vor, vielleicht gar nichts an. Ja, ist doch gar nicht so schwierig hier, muss ich mal sagen. Bis dato gefällt es mir ganz gut. Ach ja, den kennen wir doch irgendwoher. Desto eher sind wir hier weg. Ja, chill. Natürlich hat es hier eine Weste für Umme gegeben. Wahrscheinlich wäre ich so auch reingekommen. Naja. Anfängerfehler. Die Disziplin ist fast bewundernswert. Da geht's hoch. Das war das, wo ich gesucht habe. Hier ist schon mal nix. Außer so eine Schreibmaschine. An der Vorderseite des Gebäudes, im ersten Stock. Die Akten müssten da drin sein. Ja, bisher läuft's gut, würde ich sagen. Aber schön mit dem Schalldämpfer immer. Also, wenn ich nicht der geborene Auftragskiller bin. Dann weiß ich es aber auch nicht. Okay, ich sehe dich. Du bist ja direkt bei Slims Büro. Jetzt lass die Akten verschwinden. Ich bin doch dabei. Der hat aber ein schönes Büro hier. So. Roxy, ich habe alles. Tatsächlich? Jetzt du nicht so überrascht. Tu ich auch gar nicht. Ich habe so das Gefühl, dass ich aber da jetzt... Aber erst vorbei, wenn du deinen Hintern zur Farm zurückgeschwungen hast. Dass es da gleich noch ein bisschen abgeht. Habe ich vor. Wir sehen uns dann da. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so das Gefühl. Aber kann mich natürlich auch täuschen. Ja, warum nicht gleich das Bullenauto nehmen? Wie komme ich hier raus? Mit dem Auto. Aha. Okay, vielleicht einfach gar nicht. Ey, mit dem Auto taust du ja nicht ab. Das kann aber eigentlich gar nicht sein, das macht ja gar keinen Sinn. Na gut. Ich glaube, ich musste ganz zur Vordertür raus. Ist ja logisch. Ich
Ich wollte gerade übrigens Waffe wegstecken. Aber klar, Waffe wegstecken endet bei mir einfach mal in Granate werfen. So, jetzt gehe ich jetzt so vor der Tür raus. So, ich will ein cooles Auto. Straßenklasse. Nee. Warum ist denn das ein Sportwagen? Ach. Ich nehme wieder ihn hier. Ich brauche ein neues Auto. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Na also. Da ist doch was, was für ein Baba. Hier ist dein Wagen, Boss. Ich war. So, was hast du schätzen? Dann komm mit dem Ordner. Ja, bin dann kommen. Einbruch, Diebstahl im Revier. Wir überprüfen, ob was fehlt. Bitte sowas nicht über Funk, Leute. Habe ich einfach mal unten mich drunter geschoben unter das gegnerische Auto. Oder unter den Mitfahrer auf der Straße natürlich. Als ob es Gegner geben würde im öffentlichen Straßenverkehr. Na also, geht doch. Na endlich, ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Wieso? Habe ich dich schon mal enttäuscht? Es wundert mich immer noch, dass du es nicht vergeigt hast. Wart's ab. Vielleicht schaffe ich's ja noch. Slim hat was reingekritzelt. Und Namen markiert. Fuck. Slim hat keine Zeit verloren. Ein paar von denen werden schon vermisst. Dann sind die wahrscheinlich schon tot. Er kennt die Leute, die mit uns geredet haben. Verdammt, wir haben ein Jahr gebraucht, bis wir das alles beisammen hatten. Punkt für Punkt. Und jetzt war alles umsonst. Nein, gar nichts war umsonst, MJ. Wir wussten doch, das Dreckschwein würde sich wehren. Diese Menschen sind gestorben in der Hoffnung, dass wir das durchziehen. Wir haben schließlich die Bilder, die schriftlichen Aussagen. Wir werden Slim jetzt nicht vom Haken lassen. Und? Wie stellst du dir das vor? Ich warne alle auf der Liste, sie sollen aus Sinclair verschwinden. Tja, und dann? Nehmen wir uns Slim vor und machen diese ganze Drecksbande fertig. Dreckspanne fertig machen, wäre ich dabei. Ihr kennt's mich. Oh. Lincoln, hast du kurz Zeit? Natürlich. Ich brauche Hilfe, den Dünger hier reinzuschleppen. Was ist das für eine Mission, ey? Ist das dein Ernst? Düngersäcke? Na gut. Gefällt's dir? Jeder Idiot kann irgendein Scheißgras im Hinterhof anpflanzen. Aber nur ein Künstler taucht voll ein. Sorten kreuzen und so. Ein Mann mit Leidenschaft muss man bewundern. Baust du schon lange an? Seit ich zurück bin. Etwa ein Jahr. Das hätte aber mal selbst tragen können, ey. Der Psychotok für Veteranen meinte, ich hätte wiederkehrende Albträume, aber seine Pillen konnten mir nicht helfen. Also baue ich selbst an. Die erste Ernte war nur für meine Freunde. Aber die haben auch Freunde. Gutes Gras halt. Cops? Die sind so davon besessen, Sinclair weiß zu halten, dass sie das neue Grün gar nicht bemerkt haben. Glückspilz. Außerdem nehme ich Kunden nur auf Empfehlung. So muss ich mir keine Sorgen machen, dass irgendwer den Bullen was erzählt. Also hast du eine Pipeline nach New Bordeaux? Nein. Kennst du jemanden, der Interesse hätte? Vielleicht. Wir reden mal drüber, wenn sich hier alles beruhigt hat. Danke für deine Hilfe. Willst du mal probieren? War doch nicht nötig. Scheiße. Hast dir aber richtig Mühe gegeben, Mann. Verdammt richtig. So, ich guck mal, ob Roxy Hilfe braucht mit den Dokumenten. Könnte etwas dauern. Genieß das Zeug. Übers Geschäft reden wir später. So.
So, aber es schaut ja schön aus, wie hier mein Auto steht. Da mit dem, mit der Plantage und einfach allem. So, du bist mal still. Also, ich denke nämlich, dass wir hier jetzt mal schön weitergekommen sind. Da drin liegt doch Geld irgendwo. Und hoffe, dass ihr euch freut, dass es wieder zurück ist, das Spiel Mafia 3. Ich denke, wir werden noch ein paar nette Minuten verleben können, aber hier sind wir jetzt erstmal für heute durch. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Euer Alcaramba.